Wir haben gerade gerätselt, Kameraleute, Kollegen, es gibt ein Lied aus den 80ern, das mit Dinosaurs zu tun hat. Ich meine, es ist irgendwie Walking with Dinosaurs oder Walk Like Dinosaurs. Mike und ich spielen Tekken. Wie sollte es auch anders sein? Beim letzten Mal hast du, glaube ich, FIFA gespielt, ne? Ja, da habe ich verloren. Gegen Georg. Jetzt wird's Zeit. Vielleicht wirst du diesmal gewinnen, weil du bist ziemlich gut, wie ich eben gerade festgestellt habe. Du bist rechts im Bild, ich bin links im Bild. Lass uns loslegen. Okay, Baby. Da habe ich schon die ersten Dinger an. Hey, hey, hey. Du hast dich eben gerade für dieses Spiel der Kampfhund interessiert. Ja, heftig, heftiges Game, Alter. Hast du selber einen? Nee, ne? Nein, wir haben einen Hasen zu Hause. Der heißt Hefner und ist total doof, glaube ich. Kennst du das Karnickel von Monty Python? Ja. Ja, so schlimm ist er nicht, aber der weiß es immer nicht. Also mit die geilste Szene in dem Film überhaupt. Ah, du hast gerade wieder ausgewechselt, ne? Ja, empfiehlt sich des Öfteren. Solltest du jetzt vielleicht an dieser Stelle auch tun? Da ist er, mein Tag-Team-Partner, Lay. Ein Hongkong-Kopf. Wie oft hast du das schon gespielt, Tekken? Ich habe auch mal in Köln, so vor zwei, drei Jahren, habe ich mal so ein Tournament mitgemacht. Boah, ernsthaft? Ich habe da so einen auf die Fresse gekriegt, weil ich diese ganzen Special Moves gar nicht kannte. Die habe ich mir hinterher aus dem Internet rausgezogen. Ich war so beeindruckt, hat einer mit King, hat so einen halbminütigen Mega-Move gemacht und hat mich damit sofort außer Gefecht gesetzt. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, das Handbuch durchzulesen, also dieses Zusatzhandbuch. Und da gibt es tatsächlich für jeden Spieler an die zwei DIN A4 Seiten, die du dir an Special Moves reinfahren kannst. Wenn du es denn wirklich möchtest, und es ist echt schon brutal. Ja, also wirklich. Also das ist doch wirklich mit ganz viel Gefühl. Und noch ein. Hey, hey. Ah, also der gesessen, oder? Der ist aber übel ausfällig. Aber hatte nicht. Ja, ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich dich hier nicht zu nah ranlasse. Was ist das denn? Den kann ich noch gar nicht, Alter. Nein, das muss ich mal ganz kurz. Ja, ich wollte gerade sagen, wechsel mal lieber. Ey, ey, ey. Kannst du eigentlich auch diesem sterbenden Schwan von Lee? Ja, warte mal, der geht folgendermaßen. Pass auf, lass mich. Ja! Nee, war das? Was? Nee. Nee, nicht ganz. Der ist bei Tekken 2 ein bisschen anders, aber Tekken 3. Wie gefällt dir die neue Version? Besser als die alte, oder? Doch, finde ich gut. Ja, macht Spaß. Aber der Unterschied ist jetzt auch nicht so markant, das ist wirklich. Also das Timing hat sich ziemlich verändert, ist mir aufgefallen beim ersten Mal. Ich krieg auch meinen Special Move nicht hin und ich schäme mich jetzt schon fast. Uiuiui. Nein, wechsel doch, Kerl! Nein, du auch! Fuck, nein, jetzt hätte er mich wieder, jetzt hätte er noch nicht. Boah! Jetzt wird's aber noch, oh, 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 oh. Nein, nein. Nein! Das darf nicht wahr sein! Ja, das ist unglaublich, 1:0 für dich! Danke, Jungs! Hey, 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 das wird heute wirklich nochmal spannend. Boah. Ah ja, Block unten. Ich habe auch eben gerade mit Erstaunen hören müssen, dass du bei Philipp Boa spielst. Ja, wir kommen gerade von der Tour. Wir sind eine Woche unterwegs in Deutschland. Und das war ganz geil. Was ist er für ein Typ? Er ist ein unglaublicher Künstler. Auf jeden Fall. Und wie man das von Künstlern kennt, sie dir so ein bisschen in sich gekehrt. Ja, das ist aber jeder von uns auch bei Couchgott. Das braucht man auch. Man muss auch ein bisschen spielig sein, irgendwie, um da irgendwie sich durchzusetzen. So, man, ich sag mal, so Slides gibt's genug, ne? Irgendwo. Ja, allerdings. Jetzt nur noch blocken und ich muss jetzt meinen Bürger. Ich darf dich echt nicht zum Zuge kommen lassen, sonst krieg ich ja wieder die Mega-Packung. Ach, Quaderat Expectandum. Oh, den habe ich, ich habe auch angesetzt. Boah. Nein. Don't. Come on, baby. Come on, noch einmal. Boah. Ich bin beeindruckt. And the winner is. Ja, Mike, den hast du hier wirklich verdient. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Ich habe dein Gesicht bewahren können. Unfassbar. Ein guter Musiker und einen sehr guten Tech-Spieler. Ihr könnt natürlich, lasst mich raten, die ganzen Spiele nochmal nachsurfen auf giga.de. Der Gamesflash am 3. Januar. Teuflische Idee.